Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Wir machen einfach weiter, wo wir das letzte Mal gefailt sind. Hier beim regionalen Testflug. Und da sind wir wieder auf dem Flughafen. Machen mal schnell hier die Tür auf. Dann können wir auch schon einsteigen. Oh, ja. Natürlich laufe ich direkt unter das Flugzeug drunter. Können wir die Tür auch wieder zumachen. Sehr schön. Und dann gehen wir mal hier rein. Dann machen wir den Schub ein bisschen höher. Dann lenken wir auch. Und dann fahren wir zu unserer Startposition. Und ich hoffe, diesmal kriegen wir es hin. Wir sind ja auf dem letzten Meter abgestürzt. Also wir sind quasi schon aufgesetzt. Und dann haben wir gefailt. Was natürlich nicht sehr schön war. Ja, diesmal werde ich ein bisschen mehr auf die Karte achten. Und ich glaube, die können wir auch gleich mal... Ja, da haben wir die Karte. Dann werde ich auch gleich auf die anderen Flughäfen achten und frühzeitig Schub rausnehmen. So, wieder drehen. Und jetzt müssen wir ganz ans Ende der Rollbahn. Hier müssen wir noch ein bisschen drehen, so. Ich mach mal ein bisschen mehr Schub. Dann wären wir vielleicht ein bisschen schneller. So, dann drehen wir. So, noch ein Stück. Und jetzt wieder in die andere Richtung. Und da ist unsere Position. Bremsen einmal bitte. So. Und dann machen wir Schub auf 100. Und da lassen wir die Bremse los. Und dann geben wir Gas. Jetzt können wir beginnen uns zu drehen und da haben wir auch schon den Boden verlassen, Fahrwerk rein und da fliegen wir. So, gleich zum ersten Checkpoint. Danach müssen wir eine Linkskurve fliegen. Dann haben wir hier den Checkpoint auf dem Berg und danach sollte es gleich wieder runtergehen. Deshalb werde ich wieder ein bisschen Schub rausnehmen. So, ihr seht, der Checkpoint ist recht weit unten. Und danach müssen wir, glaube ich, gleich wieder hochziehen. So, ein bisschen mehr drehen. Dann sollten wir den bekommen. Und jetzt wieder hoch.
vielleicht wieder ein bisschen mehr Schub. So, ein bisschen drehen und wieder höher. Sehr schön. Und jetzt können wir wieder ein bisschen Schub rausnehmen. Und dann sind wir auch schon auf dem Weg zum nächsten Checkpoint. So, noch ein bisschen tiefer. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Deshalb mache ich schon mal Schub raus. Oh, das war tatsächlich ein bisschen knapp. So, und jetzt wollen wir machen wir Schub komplett raus. Ich würde gerne den Checkpoint hier noch mitnehmen. Und dann landen. So, Fahrwerk raus. Ja, oh, wir sind trotzdem ziemlich schnell. So, jetzt ein bisschen hochziehen. Oh, sehr schön. So, da sind wir gelandet. Und haben wir es geschafft. Wir können wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen. Wir sollen hier nämlich nichts machen. Wir sollen einfach wieder umdrehen und zum nächsten Flughafen. Also fahren wir einfach bis zum Ende der Landebahn. Drehen einmal um. Und dann fliegen wir gleich wieder los. So, schön nach rechts. Erst nach links, dann rechts. Und ja, natürlich, beim letzten Mal habe ich hier die automatischen Bremsen vergessen. Deshalb bin ich nicht richtig, konnte ich nicht richtig hier herumfahren. Aber jetzt haben wir es. Jetzt können wir die automatischen Bremsen wieder ausschalten und wieder Schub erhöhen. So, jetzt können wir auch gleich wieder abheben. Und da sind wir in der Luft, Fahrwerk wieder rein und bereit mal zum nächsten Checkpoint. Soweit hat natürlich alles ganz gut geklappt, vor allem mit den automatischen Bremsen. So, jetzt kann ich wieder Schub ein bisschen rausnehmen. Und dann müssen wir eine Linkskurve fliegen. Und dann haben wir auch nicht mehr viele Checkpoints vor uns, sondern landen wir auf dem Zielflughafen. Bisschen runter. Und noch ein bisschen nach links. Da haben wir das. Und jetzt bereit machen zum nächsten Checkpoint. So, wohin müssen wir danach? Irgendwo nach links oben. Ach, da. Ich lasse auch einfach Schub auf 60%. Da müssen wir nicht unbedingt noch mehr Schub holen.
Jetzt müssen wir gleich ein Stück nach rechts. So, ein klitzekleines Stück nach rechts, bitte. Und dann haben wir auch schon den Flughafen wieder in Sicht, wo wir landen werden. Noch ein bisschen mehr drehen, bitte. Danke. Hoffentlich werden wir hier nicht getroffen. So. Und jetzt müssen wir hier selber dran vorbeifliegen. Ich will nicht getroffen werden. Okay, da sind wir gut durchgekommen. So, wir nähern uns stetig dem Flughafen. Deshalb mache ich wieder den Schub ein bisschen niedriger. Dann haben wir, können wir leichter steuern. Noch ein bisschen nach links. Und jetzt fliegen wir perfekt durch. Und jetzt müssen wir einen großen Bogen fliegen zum Flughafen. Jetzt ist schon ein bisschen Hektik drin. Ja, den werden wir wahrscheinlich verpassen. Oder auch nicht. Sehr schön. Oh, Schub raus. Ja, natürlich. So. Okay, Fahrwerk ist draußen. Sehr schön. Und da sind wir gelandet. Bremsen. Und da haben wir es geschafft. Sehr schön. Diesmal haben wir alle Checkpoints gekriegt. Ja, 9 Minuten 50 haben wir nicht erreicht, aber egal. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir hier die untere Levelreihe, also hier als nächstes Dammlandung und die daneben. Das ist halt recht kurz und wenn wir das obere machen, dann führt das hier den ganzen langen Weg bis zum Ende. Deshalb werden wir hier erstmal die Dammlandung machen. Starten wir auch gleich mal. Und ja, wie der Name schon sagt, Damm. Wir sind hier auf dem Damm drauf. Den haben wir in der letzten Folge schon einmal gesehen. Und jetzt sollen wir hier einmal durch diesen Tunnel durch. Ich weiß nicht warum. Aber machen wir einfach. Und ja, da können wir auch mal das Licht anmachen. Bringt zwar nicht so viel, weil die Checkpoints so oder so leuchten. Aber können wir ja einfach trotzdem mal machen. Und ich sehe gerade, ja, unser Flugzeug sieht auch nicht schlecht aus. So ein blauer Adler oder so. Ich weiß nicht, ob man das auch im Freispiel haben kann. Ich hoffe mal ja. So, ein bisschen nach rechts jetzt wieder. Oh, wir haben fast die Wand berührt. Das wollen wir natürlich nicht. So, da haben wir auch schon den nächsten Checkpoint erreicht. Und dann gehen wir hier weiter. Ich weiß gar nicht, wohin der Tunnel überhaupt führt. Und ich glaube nicht, dass wir hier drinnen schon fliegen können. Und ich glaube auch generell nicht, dass
Flugzeuge durch Tunnel durchfahren. Okay, ich glaube, wir sollen jetzt starten. Jetzt starten wir. Und müssen irgendwie abheben. Oha. Und wohin müssen wir? Nach rechts. Ja, keine Ahnung, was das sollte, aber wir fliegen einfach mal weiter. Falls ihr wisst, ob Flugzeuge durch Tunnel durchfahren, dann schreibt das mal in die Kommentare. Wieder ein bisschen Schub natürlich rausnehmen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Schub rausnehmen. Wir sind nämlich gerade sehr schnell. So, noch eine scharfe Kurve nach rechts, einmal nach oben. Und ich weiß auch gar nicht, wann wir jetzt wieder landen. Vielleicht jetzt gleich, vielleicht drehen wir noch eine Runde, keine Ahnung. So, wo sollen wir hin? Dahin. Okay, dann fliegen wir mal dahin und ich nehme wieder ein bisschen Schub raus. Wir fliegen ja jetzt weiter nach unten. Und wir fliegen scheinbar wieder in den Damm hinein. Es wird natürlich dann eine schwierige Landung. Vielleicht fail ich ja auch. Und da ist das Teil. So. Oha, das ist eine ganz enge Kurve hier. Und das werde ich sogar, glaube ich, nicht schaffen. Doch, gerade noch so, aber das hier werde ich nicht schaffen. Garantiert nicht. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Schade. Okay, einen haben wir verpasst. Und jetzt nehme ich wieder Schub raus. Automatische Bremsen. So. Und jetzt sollen wir hier landen. Hier. Oh Mann. Es war eine harte Landung. Schub und bremsen. Komm schon. Brems, 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 brems. Und ich glaube, wir waren ein bisschen drüber. Deshalb müssen wir mal ein bisschen drehen. Und wieder zurück. Komm schon, ein bisschen Schub kann ich doch noch erwarten. Das war jetzt wirklich eine komische Mission, muss ich mal sagen. Sie hat zwar nicht lange gedauert, aber trotzdem sehr komisch. So. Und wieder runter. Und bremsen. Okay, das war sehr komisch. Ja, wir haben einen Checkpoint verpasst. Schade. Und wir haben ganze 6 Minuten gebraucht. Die doppelte Zeit. Aber wir haben es zumindest hingekriegt. Beim ersten Versuch. Und hier sollen wir auf dem Wasser landen. Die Triebwerke und das Fahrwerk gehen kaputt. Du musst eine Notlandung auf dem Wasser machen. Und du musst 200 Meter von der vom Ziel entfernt landen. Okay. Dann versuchen wir es mal. So. Okay. Ein
Ah, beide Triebwerke sind ausgefallen. Und wo soll ich jetzt landen? Im Wasser einfach. Ach so, so lange gleiten, wie du kannst. Und dann müssen wir unter der normalen Landegeschwindigkeit landen. Und ich glaube, das war... Warte, ich glaube, ich muss über dem Wasser bleiben. Ich glaube, das wäre logisch. Okay, ich dachte schon, man kann die einfach so wieder anmachen. Aber gut, dann gleiten wir mal hier über das Wasser drüber. Ich will nämlich nicht unbedingt da landen. Okay, ich wollte nur sicher gehen, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, wie weit wir hier kommen. Müssen wir mal gucken. Jedenfalls würde ich hier auf dieser Anzeigetafel da links oben so etwa bei 5 bleiben. Da werdet ihr nicht so schnell langsamer. Also da werden wir nicht so schnell langsamer. Und wir verlieren auch nicht so viel an Höhe. Und ich glaube, wir sollen da an dieser Flusskreuzung landen. Da ist natürlich viel Platz. Deshalb können wir da, glaube ich, besser landen als hier im engen Fluss. Sonst alles in Ordnung eigentlich, bis auf die Triebwerke und das Fahrwerk. Okay, wir sollen also hier landen, uns bereit machen zum Landen. Unter der Brücke durch. Jetzt müssen wir auch ein bisschen an Geschwindigkeit verlieren. So, ein bisschen hochziehen. Dann verlieren wir noch mehr Geschwindigkeit. Okay, sehr schön. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind recht... Ja, gut. Das war natürlich nur der zweite Versuch, aber wir haben es trotzdem geschafft. Später bewerten. Ah, gut. Wir haben es geschafft, wir sind dicht am Landeort angekommen. Und ich würde sagen, sollen wir uns noch angucken? Ja, wir gucken uns an und machen mit Absicht alles falsch. Okay. Wir müssen also einen Strömungsabriss haben. Wir müssen einen Strömungsabriss haben und dann wieder davon erholen. Mal gucken. Oha. Okay. Bitte was? Wir hängen hier in der Luft. Ich weiß nicht, was passiert. Das sieht mir aber jetzt hier nicht nach einem Strömungsabriss aus. Ich meine, wir sind immer noch auf der Geschwindigkeit. Soll ich einfach hochhalten? Bis wir einen Strömungsabriss haben, oder was? Okay. Und? Weiß ja nicht. Oh, jetzt kommen wir näher. Jetzt kommen wir ein Stückchen näher. Komm schon. Ah. Okay. So. Und. Nochmal. Ich soll es nochmal machen. Dann soll mir das jemand sagen. So, also wieder hochhalten.
bis wir einen Strömungsabriss haben. So, und dann sollen wir wieder davon kommen. Ich glaube, diesmal wird es schwieriger. Okay, schnell wieder runter. Die Nase runter. Runter, runter, runter mit der Nase. Und dann haben wir es wieder geschafft. Also, da sehen wir dann, wie es funktioniert. Wir müssen also bei einem Strömungsabriss einfach die Nase runter bekommen. Und dann holen wir wieder Schub und dann können wir wieder weiter fliegen. Diesmal übertreibe ich. Okay. Okay, jetzt sollten wir wirklich die Nase runterhalten. Komm schon. Okay, er will die Nase nicht runter haben. Okay, ich glaube, wir kriegen es nicht hin. Oder? Komm schon. Komm schon. Komm schon, wir sind ganz in der Nähe. Ja. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ah, wir haben es doch noch geschafft. Ja, wir haben es nicht in einer Minute hingekriegt, aber wir haben es geschafft. Ja, das können wir nicht machen. Das heißt, nächste Woche machen wir hier Prep and Go. Und das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.